Hi, ich bin Mike von Sound United und das sind die Wireless-Lautsprecher von Denon. Im letzten Video habe ich euch gezeigt, wie ihr euren Lautsprecher innerhalb von wenigen Sekunden ins Netzwerk bekommt. Falls ihr dieses Video noch nicht gesehen habt, dann guckt mal in die Videobeschreibung rein, dort werde ich euch das Video verlinken. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auch zum Beispiel Räume gruppieren könnt und wie ihr ein echtes Stereo-Paar mit zwei Denon-Home-Lautsprechern bilden könnt. Das alles nach dem Intro. Als erstes zeige ich euch, wie ihr die Quick-Select-Tasten am Gerät belegen könnt. Ich möchte auf der 1 einen Internet-Radiosender haben. Dafür öffnen wir einmal die Heos-App, wählen unseren Lautsprecher aus und klicken nun auf Tune-In. Dort suchen wir unseren Radiosender raus. Ich möchte 1 live hören, suche also nach 1 live, klicke einmal auf 1 live drauf und auf Jetzt wiedergeben. Wie wir hören, startet die Wiedergabe. Nun halten wir die 1 gedrückt und warten, bis die LED aufblinkt. Sobald die LED aufgeblinkt hat, wissen wir, dass der Internetradiosender abgespeichert wurde. Auf der zweiten Quick-Select-Taste möchte ich nun Spotify Connect abspeichern. Dafür starte ich einmal die Wiedergabe in der Spotify-App und halte die zweite Quick-Select-Taste so lange gedrückt, bis die LED wieder blau aufblinkt. Auf dem dritten Quick-Select kann ich zum Beispiel den USB-Eingang auf der Rückseite abspeichern oder einen von 1000 anderen Internetradiosendern. Außerdem können wir nun durchs einfache Tippen auf 1, 2 oder 3 unsere gewünschten Quellen abspielen. Falls ihr mehrere Denon-Home-Lautsprecher zu Hause habt, wie zum Beispiel einen im Badezimmer, einen in der Küche und einen im Wohnzimmer, könnt ihr verschiedene Quellen in verschiedenen Räumen hören. Ihr könnt aber auch ein und dieselbe Quelle in allen Räumen gleichzeitig hören. Dazu müsst ihr eine Gruppe erstellen. Wir erstellen jetzt eine Gruppe mit dem Lautsprecher in der Küche und mit dem Lautsprecher im Wohnzimmer. Dazu öffnen wir einmal die Heos-App, wählen den Lautsprecher Küche aus und legen den aufs Wohnzimmer drauf. Schon haben wir eine Gruppe erstellt. Somit können wir dieselbe Quelle in der Gruppe zeitgleich genießen. Mit Denon Home könnt ihr euch ein echtes Stereo-Paar aufbauen. Dafür benötigt ihr zweimal denselben Lautsprecher. Ich empfehle es euch vorher, die Lautsprecher in der App umzubinden. Das bedeutet, wir nennen einen Lautsprecher zum Beispiel Wohnzimmer links und den anderen Lautsprecher Wohnzimmer rechts. Nun können wir in der App den rechten Lautsprecher auswählen und legen ihn auf den linken Lautsprecher drauf. Mit dem Stift oben rechts in der Ecke können wir nun die Gruppe auswählen und klicken dann auf Stereo-Paar. Schon haben wir ein echtes Stereo-Paar gebildet. Das bedeutet, wir haben einen separaten linken Kanal und einen separaten rechten Kanal. In der App können wir zum Beispiel auch jetzt den Namen ändern oder Anpassungen beim Equalizer oder bei der Balance vornehmen. Mit Denon Home könnt ihr auch hochauflösende Musik wiedergeben. Und das nicht nur von der Festplatte, sondern auch von Amazon Music HD. Amazon Music HD bietet Millionen Songs in Hi-Res bis zu 192 kHz. Falls ihr nicht genau wisst, was es bedeutet, für euch haben wir eine FAQ erstellt. Diese findet ihr in der Videobeschreibung. Im Wiedergabefenster der Heos App könnt ihr anhand des Ultra HD Logos erkennen, ob es sich um einen solchen hochauflösenden Song handelt. Ja, das war's auch schon mit dem Video und im nächsten Video möchte ich euch zeigen, wie ihr ein 5.1 Setup mit Denon Home und einer Denon Bar erstellen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch heute gefallen, dann abonniert gerne den Kanal und lasst uns ein Like da. Bis dahin, euer Mike.